So, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu eFootball. Die besten fünf Spieler der jeweiligen Positionen. Weiter soll es heute gehen mit dem linken Außenstürmer. Und ich möchte euch zuerst einmal zeigen, bevor ich euch das Ranking hier dann darstellen werde, welche Spieler und welche Karten ich überhaupt zur Verfügung habe für die linken Außenstürmer. Ihr seht es jetzt hier, Neymar mit zwei Karten. Dann haben wir Huimin, Son, Ansu Fati, Rafael Leao, Richarlison, Ansu Fati nochmal mit einer Karte, Sadio Mané, Leroy Sané und hier an nochmal ein Spieler von Neapel, der hier in meinem Ranking aber keine Rolle spielt. Den habe ich nur bislang vergessen auszusortieren. Los geht's dann mit Platz Nummer 5. Platz Nummer 5 bei meinen Top 5 linken Außenstürmern geht an diese Play-of-the-Week-Karte von Ansu Fati, denn sie vereint eigentlich die wichtigsten Sachen, die ich für Flügelstürmer im Regelfall benötige. Soll heißen, er hat natürlich gute Ballkontrolle, Dribbling-Werte. Er kann mit über 70 in Flachpass und gelupfter Pass, in dem Fall 72 und 76, auch Mitspieler entsprechend halbwegs vernünftig in Szene setzen. Das ist mir immer auch ganz wichtig. Hat mit 84 einen sehr guten Abschlusswert und hat natürlich auch die Möglichkeit, hier über Geschwindigkeit und Beschleunigung mit 86 und 90 in die tiefen Bälle, die er dann per Pass bekommt, auch vernünftig reinzugehen, hat mit einer Balance von 83 auch hier sogar noch einen relativ guten Wert, der das Ganze hier auch im 1 gegen 1 halbwegs gut aussehen lässt. Das ist meine Nummer 5 im Ranking, Ansu Fati vom FC Barcelona. Auf Platz Nummer 4 bei den linken Außenstürmern habe ich diese Karte von Huimin Son mal in die Runde für euch geworfen. Er ein unfassbar guter Spieler. Ihr seht es an den Werten. Er kann mit 86 sehr gut dribbeln, hat mit Flachpass 79 gelupfter Pass, 73 einen für mich immer auch wichtigen Bestandteil im Repertoire. Er kann auch vernünftig Pässe zum Beispiel auf Mittelstürmer spielen oder auf Nachrücken Spieler, die dann an die Box für einen Querleger zum Abschluss kommen beispielsweise, hat mit 86 einen sehr guten Abschluss, mit 81 einen guten Anschneidewert, auch kann also auch durchaus mit R2 schöne Tore links und rechts in den Außenwinkel machen und er hat natürlich unfassbar gute Werte in Geschwindigkeit, Beschleunigung, Schusskraft und Ausdauer. Er ist einfach eine Arbeitsbiene vorne, so kann man es nennen. Und Huimin Son mit dieser Karte hier einfach vorne überall einsetzbar. Das macht ihn zu einem absolut wertvollen Spieler. Nicht nur auf Linksaußen, sondern auch auf Rechtsaußen. Mittelstürmer, Halbstürmer kann man ihn sicherlich auch spielen lassen. Bin ich jetzt persönlich nicht so überzeugt von. Aber wie gesagt, er ist im Angriff universell einsetzbar und das macht ihn und diese Karte eigentlich auch so wertvoll. Daher mein Platz Nummer 4. Auf Platz Nummer 3 der besten 5 linken Außenstürmer in eFootball 2023 sehe ich diese AC Mailand Sonderkarte von Rafael Leao. Ich finde ihn unfassbar gut, weil er einfach Ballkontrolle, Dribbling, enge Ballführung 80 bis 90er Werte hat. Er hat einen Abschluss von 88 schon sehr, sehr gut. Geschwindigkeit, Beschleunigung, Schusskraft auch 92, 88 und 81 und der kann dann schon auch mal draufhauen und ist ein torgefährlicher Spieler und auch die Balance mit 84 ist ganz gut, sowie die Körperkontakt von 74 und 77 für einen Flügelspieler eigentlich auch ganz ordentlich. Dazu hat er eben auch noch eine relativ hohe Präsenz mit 1,88 Meter auf dieser Position, halt auch eher die Ausnahme, sind ja dann doch eher meistens Spieler im kleineren Bereich, natürlich nicht immer, aber da habt ihr doch eher die Spieler zwischen 1,70 Meter und 1,80 Meter, eher mit 1,88 Meter da, also auch durchaus mit einer gewissen körperlichen Präsenz und ich finde, die Karte geht sehr gut ab. Ich behaupte sogar hier, das habe ich ja in einigen anderen Rankings auch gemacht, ich finde, er spielt sich sogar noch ein Stück weit besser, als es die Werte aussagen. Lange Rede, kurzer Sinn, ich empfehle ihn euch vor allem auf Linksaußen. Mittelstürmer würde ich ihn jetzt persönlich nicht spielen, aber das dürft ihr natürlich halten, wie ihr wollt. Meine Nummer 3 der besten 5 Linksaußen.
außen in eFootball 2023. Ja, dieses Ranking hat es manchmal in sich und natürlich kommen auch hier und da persönliche Präferenzen dazu. Das würde ich auch bei Platz Nummer 2 und der Linksaußenkarte dieser hier von Leroy Sané gar nicht tendenziell abstreiten wollen, aber ich finde die Kombination seiner Werte sehr, sehr gut und zwar wie folgt: Ballkontrolle, Dribbling, enge Ballführung, alles 89 oder 87 bis 92. Er kann mit 71 und 75 Pass und gelupften Pass ganz gut auch die Mitspieler in Szene setzen. Wie gesagt, das ist für mich dann immer auch eine relativ hohe Priorität auf den Flügeln. Wenn ich mit drei Stürmern vorne spiele, dann müssen die links und rechts außen auch den entsprechenden Mittelstürmer vernünftig bedienen können. Abschluss 78, ja, da hätte ich mir vielleicht eine 80 gewünscht, aber das macht in die Kombination mit der Schusskraft eigentlich wieder wett. Gerade wenn er in Form ist, ihr könnt mit ihm wirklich raufhauen aufs Tor und schießt wirklich schöne Tore. Die Karte von Leroy Sané sehr, sehr gut. Eine Besonderheit hier auch noch: Ich habe die in Standardsituation auf 91 und Anschneiden 94 entsprechend gelevelt. Heißt also hier auch ein gefährlicher Spieler, was Freistöße angeht, was Ecken angeht, was natürlich auch das Anschneiden von Toren angeht. Er also auch mit R2 sehr gut in der Lage. Probiert es einfach mal aus. Am 16er und vor allem, wenn er von rechts nach links rein in bester Robbenmanier knickt, da macht ihr mit ihm einfach auch immer wieder schöne Tore ins lange Eck oder ihr haut einfach mal mit Superschuss drauf. Dafür hat er mit dieser 78-88er Kombination ein sehr gutes Verhältnis. Daher Platz Nummer 2 an diese Karte von Leroy Sané vom FC Bayern München in meinen Top 5. Eins geht ganz, ganz eindeutig für mich an diese linke Außenstürmerkarte von Neymar, die es ja relativ zu Beginn von eFootball 2022 gab. Ich möchte ihn nicht missen. Das Einzige, klar, bei Körperkontakt sieht er immer nicht so gut aus. Das ist eigentlich die einzige Schwäche auch von ihm und speziell dieser Karte. Aber ansonsten eine unfassbar gute Kombination diverser Werte. Wir gehen es mal durch. Ballkontrolle, Dribbling, enge Ballführung. 90, 92, 90. Flachpass, gelupfter Pass. 84, 81. Der kann wunderbar aus dem Halbfeld immer wieder diese halbhohen oder halb kurzen Flanken, wie immer ihr das auch benennen wollt, auf die Mittel- oder Halbstürmer schlagen, auf diejenigen, die sich in den Strafraum stehlen. Mit ihm mache ich auf die Weise so schöne und so häufige Vorlagen, die zum Torerfolg führen. Allein da möchte ich ihn schon nicht missen, besser gesagt. Flachpass 84, Glupferpass 81 sind genau der Grund. Und hier der Abschlusswert von 83 mit Schusskraft 80, vor allem aber auch dem Anschneiden von 90. Er ist ein unfassbar guter Spieler, wenn es um Schlenztore geht. Ich würde fast sagen, viele von euch sagen, ja, Messi ist da der Beste im Spiel. Ich spiele mit Messi nicht, habe ihn aber auch hier und da probiert, kann das durchaus bestätigen. Ich denke mal, die beiden gehören schon, was solche Abschlüsse angeht, zur Creme de la Creme in eFootball. E ist gut, eFootball 2023. Und er hat natürlich auch mit Geschwindigkeit 82, Beschleunigung 88 und Balance und Ausdauer 87, 76 ganz gute bzw. solide Werte und für mich daher eindeutig die beste Spielerkarte auf links außen in eFootball 2023. Wie immer gilt, lasst Feedback da. Würde mich freuen, wenn ihr mal eure Top 5 reinhaut. Welche Spieler mit welchen Karten, dass ich mir mal ein Bild machen kann, was eure Favoriten hier sind. Ansonsten, wenn euch der Content gefällt, lasst ein Abo da, lasst einen Daumen da. Nette Kommentare sind immer gerne gesehen. Ciao, ciao und Servus. Dankeschön fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute.